Hey Leute, willkommen zurück zu Pokémon Bladiplatin. Hier in diesem Gras ist das nächste Pokémon, was ich mir fangen will. Es handelt sich um ein Feuer-Pokémon, ja. Oh, ich habe Lapita mal vorne getan oder wie. Na, ich glaube, ich pausiere hier erstmal gleich und dann, wenn ich das Pokémon gefunden habe, schalte ich wieder an. Also ein bis gleich, Leute. So, Leute, ich habe das Pokémon gefunden. Es handelt sich um... Ja, Magby. Ich wollte mir am Anfang erstmal ein Ponyta fangen, aber dann habe ich ein Magby gesehen, also hier im Gras. Und... Also vorhin. Oh, ey. Ich bin heute ein bisschen genervt, weil ich habe eben gerade auch versucht aufzunehmen. Ich bin so ausgerastet, dass der Emulator ausgegangen ist und es hat sich auch um Magby gehandelt. Deswegen weiß ich, wo Magby zurzeit ist. Und wenn das so weitergeht bis wie vorhin, dann raste ich echt aus. Lavita, mach es fertig. Nein, Lavita! Bis gleich, Leute, ich suche Magby nochmal. So, Leute, ich habe Magby nochmal gefunden und ich habe schon mal geschwächt. Und ich hoffe, es wird jetzt auch in den Ball reingehen, ne? Wenn nicht. Fängt ja schon mal gut an. Ich glaube, ich beschleunige mal kurz das Fangen. Moment. Gehe ich mal auf 4. Dann haben wir es. Ja. Gefangen und damit mache ich wieder Limit Frame Rate. So, ich mache mal hier kurz eine Pause und ich gehe zum Pokémon Center. Bis gleich. So, wieder da. Und meine Tastatur funktioniert gerade nicht. Jetzt wieder. Einfach gucken, ob er hier schon war. Ja, war er schon. Hä, ich habe Schutz. Barmelin. Komm schon. Hey, endlich. Ach, jetzt auch noch ein Quapsel. Wollt ihr mich verarschen oder was? Wieso hat er Donnerschock weggemacht? Wegen Funkensprung? Ey, da hätte er doch eine andere Attacke wegmachen können. Moment. So. Thank you.
noch mehr Pokémon. Ach, ein Plimper. Dann hat er bestimmt auch ein Shigi, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Oder ein Kanimani. Wenn du jetzt abkackst, Magnetiver, dann bringst du dich um. Ey, ich gehe jetzt aber auch nicht mehr zurück zum Pokémon Center. Ich bin gerade sowas von genervt. Was setze ich denn ein? Was kann das denn? Das kann gar nichts aus, mach ich mal Säure. Ein Flagmon. Jetzt einfach Sepa nach vorne. Weil ich glaube, der Typ, der gegen den wir gleich kämpfen, hat Gestein-Pokémon. Oder sagen wir Feuer-Pokémon. Ups, ich wollte eigentlich Blubstrahl einsetzen. Naja. Schneckmark wäre ja auch ein gutes Feuer-Pokémon, aber das ist später auch Boden, nee, war das Gestein-Feuer und da ich Lavita schon gefangen habe, was für ein Typ Gestein ist, habe ich gesagt, nee, lass mal. Feuerriegel ist auch voll niedlich. Kommt jetzt Glumanda? Ja. Ich bin in diesem Part nicht wirklich gesprächig, weil ich durch Magby genervt bin, sag ich mal so. Nee, Pokéball holen. Schutz. Okay. Ein Flammly. Flammly sieht man auch nicht alle Tage. Panzer, Panzer. Ach ja, dieses Affe-Pokémon. Junglu, nicht schlecht. Warte mal, es hatte ein Flammly und Panzer. Das heißt, die nächste Entwicklung von Panflam müsste, glaube ich, gleich kommen. Pampiro oder wie die heißt. Ui.
Agilität. Was haben wir nochmal für Attacken? Eigentlich könnte ich entspannt den Körper. Das macht Silberblink. Ich glaube, ich mache es einfach gegen Silberblink. Ich glaube, er hat nichts dagegen. Komm schon! Bin ich jetzt verwirrt? Komm schon, Sepa! Hier noch eine Trainerin, die schaffe ich noch. Ein Shinox, nicht gut. Das bringt wieder eine Erinnerung hoch mit Shinox. Ein Elikid. Wow. Was, oh shit. Ich hab noch Magby und... Komm schon. Das überlebst du, Magby. Du bist doch ein Magby. Ich zieh mir nichts. Ey, bitte sag mir, ich hab einen Beleber. Den Kampf habe ich, glaube ich, vielleicht sogar verloren. Nicht unbedingt. Ob ich den Kampf hier noch zu Ende schaffe? Setze ich Feuerwirbel ein, dann falls ich die Attacke hier überlebe. Toll. Setze ich Geduld ein. Das soll ja eine hohe Verteidigung haben. Komm schon. Naja, ich muss, glaube ich, hier gleich den Part beenden. Ich habe 20 Sekunden. Also dann schaut nächstes Mal. Den nächsten Part gibt es bei Vegraronant. Und dann seht ihr, wie es ausgegangen ist. Also bis dann, Leute. Ciao.